Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal ein Trick, wie man ganz schnell einen Weißabgleich machen kann mit dem Blendmodus Dividieren. Die Nathalie hat mir hier ein Foto mitgebracht aus dem Urlaub und dieses Foto hat halt einen offensichtlichen Blaustich. Das ist eine Winterlandschaft in Island und ja, wie kann man das machen? Mit I nehme ich mal den Farbpicker, hier diese Pipette, suche mir jetzt eine weiße Stelle und die finde ich hier also in dem Nummernschild. Die Aufnahme nehme ich hier oben 5x5 oder 3x3 Pixel. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, dann nimmt mir Photoshop also den Mittelwert von 5x5 Pixel als Farbe und legt die als Vordergrundfarbe an. Und der nächste Schritt besteht darin, mir eine Farbfläche hier zu holen. Und jetzt wird mir Photoshop die vorhin gewählte Farbe hier übernehmen. Bestätigt das mit OK. Ja, und der letzte Schritt ist einfach auf Dividieren gehen. Und schon habe ich diesen Farbstich beseitigt. Aber ihr seht natürlich, dass der Himmel komplett ausgefressen ist, was aber kein Problem ist. Ich klicke hier mal rein, doppelt. Und unter B wie Brightness kann ich jetzt hier das auf dem Kopf stehende Rad einfach nach oben drehen hier. Und schon habe ich eine Durchzeichnung in den Lichtern. In dem Fall hier kann ich also bis zum Anschlag gehen. Und schon ist dieses Bild befreit von diesem wirklich gruseligen Farbstich. Am besten klappt diese Methode, wenn also das Bild relativ homogen ist vom Licht her. Wenn ich jetzt hier noch viel Lichter drin hätte, dann würde mir also Photoshop dieses Helligkeitsrad hier ziemlich weit oben schon anlegen. Dann könnte ich also die Lichter nicht mehr korrigieren. Aber in dem Fall jetzt hier funktioniert das wunderbar, weil halt das Bild relativ gleichmäßig hell ist. Das war mein Video für heute. Wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Video.